Gottes sind. Launch in 3, 2, 1. Was ist denn hier los, bitte? Das ganze Ding verglüht uns ja hier ab. Okay, ja, mein krasses Roleplay mal wieder. Nee, Spaß. Wir befinden uns hier in Subnautica in der Version 1.0. Ja, Subnautica hat es aus dem Early Access geschafft. Aber dazu gleich mehr. Ich würde erstmal sagen, wir befreien unsere Rettungskapsel hier irgendwie mal von dem ganzen Feuer. Sollte jetzt auch wieder gut sein. So. Ja, jetzt hier, holen wir erstmal wieder unser tolles Tablet mit, ja, Siri. Mit dem tollen, ja, Willkommen-Sound oder was das wieder war. Das fährt sich jetzt gerade mal hoch. Oh, und wir haben eine leichte Gehirnerschütterung. Ja, das ist jetzt natürlich nicht so optimal. Ja, erstmal hier und herzlich willkommen zu diesem Video. Freut mich, dass ihr mit dabei seid. So, ja, das ist jetzt eben unser Inventar hier. Ich hoffe, das Ding ist nicht lauter als ich. Das wäre natürlich ein ziemlicher Fail. Dann darf ich das Ganze hier nochmal neu machen. Ja, wir haben hier unser Inventar. Ich denke mal, das wird sich im Verlauf des Spiels... Ich habe es doch schon offen, du. Achso, zu öffnen oder zu schließen. Sehr gut. Ja, dankeschön, dass das mich so lobt. Ja, jetzt darf ich auch mal was sagen. Wobei, habe ich ja gerade... ja, ich weiß. Wieder mega verpeilt hier. Ja, und zwar hat Subnautica aus seinem Early Access Status geschafft. Und wir haben hier jetzt ein vollwertiges Spiel, das man sich aus dem kaufen kann. Davor war es natürlich auch schon ein richtiges Spiel. Aber jetzt ist es halt offiziell aus dem Early Access raus. Und ich finde es halt echt richtig toll und so. Aber ich würde sagen, da reden wir in dieser Folge nicht ganz so viel drüber. Heute werde ich mich mehr so ums Gameplay ein bisschen kümmern. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Wir befinden uns hier in unserer Rettungskapsel. Ihr habt jetzt vielleicht im Trailer davor gesehen, unser Schiff ist hier abgestürzt. Wir haben uns hier irgendwie mit der Rettungskapsel noch rausretten können. Die ist natürlich nicht im besten Zustand. Und ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, ich sagte ja, ich mache jetzt eigentlich Subnautica erstmal nicht mehr. Ich kann hier ein bisschen was da lassen, fällt mir gerade auf. Ja, das, wo jetzt die 1.0 draus kam, dachte ich mir, ja, wenn es jetzt schon mal rauskommt so richtig, dann mache ich das doch. Oder ich habe jetzt auch so ein bisschen rum überlegt, aber ich bin zum Entschluss gekommen, ich mache das jetzt einfach mal. So, wir haben hier unseren Kommunikator, da brauchen wir ein Reparaturwerkzeug, das heißt, wir gehen hier jetzt erstmal raus aus der Kapsel. Und da ist irgendwas vorbeigeflogen, so ein fischartiger Vogel oder so. Und da wären wir wieder. Die Aurora hat im Orbit einen Rumpfschaden erlitten. Ursache unbekannt. Keine menschlichen Lebenszeichen. Zeichen registriert. Ganz so super ist unsere Situation hier wohl nicht. Ja, da dampft es auch schon ganz gewaltig. Wobei mit unserer Rettungskapsel sieht es auch nicht viel besser aus. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal einen gekonnten Kopfsprung ins Wasser, oder? Wobei, ja doch, im Kopfsprung hat er toll gemacht. Errungenschaft, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da kommt gerade von Steam eine Errungenschaftsmessage. Und wir sind hier wieder unter Wasser. Ja, das ist auch ein neuer Spielstand, weil ich hatte das hier jetzt schon mal angefangen zu Let's Playen. Aber da ich alle neuen Features haben will, müssen wir nochmal neu anfangen. Und ja, ich würde mal sagen, ich habe natürlich nicht nachgeschaut, was man hier denn so ein bisschen sammeln sollte. Aber Essen wäre natürlich nicht schlecht, wobei wir ein bisschen was haben. Den Kalkstein können wir natürlich mal für Titan und nicht Titanium, wenn wir es nicht auf Englisch wollen, können wir den zerbrechen. So, was brauchen wir noch? Von den Zellrepilzen brauchen wir, glaube ich, aktuell nichts. Also das sind die Dinger hier. Was ist das hier? Ach, so ein Ei ist das. Okay, also Quarz brauchen wir. Ich hoffe, da kommt nichts von den... Oh, ja, da haben wir nicht viel an Luft. Ist ja auch klar, wir haben hier keine richtige Ausrüstung. Das ist schon krass, wie lange der die Luft anhalten kann. Wobei, 45... Ja, könnt ihr mal schreiben.
Ich weiß ja nicht, ob einige von euch tauchen oder so. Aber was ist das jetzt schon wieder? Wie lange könnten ihr so die Luft anhalten? Mal so im Vergleich, weil ich bin nicht gut im Tauchen, wenn ich ehrlich bin. Von dem her... Also jetzt... Ja, damit ich mal so einen Vergleich habe. So, die Verwendung von fremden Lebensmitteln... konnte ich jetzt nicht lesen. Können wir natürlich alles später nochmal nachschauen. Schwefelablagerungen sind hier wohl auch. Da können wir auch mal... Ah, das Reparaturtool, das sagt es uns auch gleich. Da brauchen wir den Schwefel dafür. Würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Auch wenn ich mich recht erinnere, sind da diese tollen Fische, die mal kurz bumm machen. Und dann, ja, das werden wir gleich bestimmt einen kennenlernen. Aber ich muss halt echt eigentlich an den Schwefel ran. Deshalb müssen wir jetzt da vielleicht hier mal ein bisschen risky irgendwie durch. Ich sollte wieder hoch und Luft holen, bevor ich hier... Ach du... Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil ja, für Strom, Energie, Sachen, was auch immer. Also so Elektronik-Zeugs, das brauchen wir auf jeden Fall. Denn wir müssen uns hier unsere kleine Basis irgendwann errichten. Diese Rettungskapsel, die raucht ja auch, ist keine richtige Lösung. Wir können die zwar reparieren, aber ich will da jetzt irgendwie nicht ganz wegtreiben. Und zwar, hier haben wir nochmal Quarz. Quarz ist nicht schlecht, aber ich wollte doch eigentlich Schwefel. Warum haben wir hier keinen Schwefel? Das hat uns doch gerade eigentlich was gesagt von Schwefel. Wollt ihr mich verarschen? Ja, gut, wahrscheinlich schon, aber... So, ich würde mal sagen, gehen wir gleich mal wieder hoch Luft holen. Wobei, wir können auch zu dieser... Ja, zu diesem... Was auch immer, zu dieser Sauerstoff... Stoffpflanze hin und uns da ein bisschen Luft holen. Das wäre natürlich auch eine Option gewesen. Und ich finde das echt immer noch mega krass, wie das so aussieht mit dieser Unterwasserlandschaft. So, nochmal dieses fette Metallschrottteilchen mitnehmen. Wobei, Teilchen ist übertrieben. Das ist schon wieder krass, wie viel der tragen kann. Wie es halt in so Überlebensspielen typisch ist. Das können die sich total überladen und, ja. So. Ich brauch... Nein. Ich hasse dich. Oh. Ich glaube, wir sind ausgewichen. Super. Nein. Ist denn... Ich dachte schon, der wäre nochmal da. Ist da Schwefel drin? Weil hier sollte... Höhlenschwefel. Perfekt. Damit können wir uns dann gegebenenfalls irgendwie... das zusammenbauen. Was ist das hier? Okay, das steht da einfach so ein bisschen ab. Ich weiß... Nein. Lass mich. Ich hab dir nichts getan. Und du tust mir was es... Au! Die Dinger sind echt gemein. Aber ich weiß, wir haben unser Medikit dabei. Deshalb war das jetzt nicht ganz so schlimm. So, geht denn schon die Sonne unter? Es wäre mal interessant, eine Uhr zu haben. Aber ich glaube, die können wir uns vielleicht auch herstellen. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns mal noch kurz um, bevor es Nacht wird. Weil ich habe so das Gefühl, das geschieht ziemlich bald. Denn was ich jetzt noch gut finden würde, wäre, wenn wir gleich so ein bisschen von dem... Weil ich weiß das noch. Wir brauchen was von den... Dianen, weil hier gibt es ja so unterschiedliche Biome und da gibt es so ein Dianen-Biom, dass wir da... Ach, genau, da ist es. Aber da sind halt auch so böse Fische und um uns gegen die verteidigen zu können, brauchen wir genau aus diesem Biom, glaube ich, solche von diesen leuchtenden... Da sind die bösen Fische übrigens. Leuchtenteilen und irgendwie... Ja, ich habe eigentlich keinen Bock, von einem gleich angegriffen zu werden, aber ich würde mal sagen, wir müssen das jetzt einfach mal kurz wagen. Okay, sollen wir weg? Ja, kommt. Wir können immer noch was wegwerfen. Ich habe nämlich keinen Bock, das... Oder... ja, ich muss eher hoch an die Luft. Das wird wieder knapp. Sauerstoff, ja, danke. Ich habe es gerade auch bemerkt. Es könnte sich vielleicht mal in die Tiefe anpassen. Sprich, wenn wir tiefer sind, dass die Nachricht auch höher bringt. Oder vielleicht tut es das ja auch. Ich weiß es nicht. Aber das ist manchmal ja schon sehr kritisch mit unserem Sauerstoffzustand. Ja, finden wir... Irgendwie mit den Eiern muss ich auch mal noch gucken, was es damit auf sich hat. Und hier ist eine ganze Herde von den Dingern. Ja, ich werd dann gleich was essen. Haben wir denn hier irgendwas an diesem Kalkstein? Weil hier... Oh, da gibt es ein Fragment. Und nein, ich komme dir lieber mal nicht zu nah. Okay, wir vergessen das mal. Und gehen mal wieder zurück. Wir nehmen uns vielleicht noch einen kleinen Fisch mit. Oder auch einen größeren. So. Wobei einen größeren ist vielleicht nicht so ratsam, wenn wir kein Messer haben. Also nehmen wir so einen kleinen putzigen mit.
Der tut mir jetzt so ein bisschen leid, aber wir müssen uns irgendwie ernähren und ich weiß nicht, ob man sich hier irgendwie vegetarisch ernähren kann. Wobei doch, ich glaube, das geht sogar, aber auch erst im späteren Spielverlauf. Ach Leute, seht euch das doch mal an, das sieht irgendwie schon nice aus. Wobei mit der Rettungskapsel drauf. Können wir das irgendwie... Ich brauche ein schönes Thumbnail. Gut. Wir haben den Screenshot gespeichert. Das sieht irgendwie gerade alles so verrauscht aus. Ich glaube, ich muss da bei mir noch ein wenig was an der Grafik rumschrauben. Wir gehen mal wieder hier rein, hätte ich gesagt. Von unten kommt man hier nämlich auch in die Kapseln. Und schauen mal, was wir uns so machen können. Wir könnten uns jetzt erstmal um ein wenig Nahrung kümmern. Gekochter Bumerang machen wir uns doch mal. Jetzt gibt es nämlich lecker Abendessen, weil wir uns so toll hier durchgeschlagen haben. Gekochter Bumerang, gut, der hat schon mal ganz gut geschmeckt. Ganz hat es den wir noch nicht, da holen wir dann vielleicht nochmal ein oder auch was von den anderen Fischen. Ja, mal einfach alles durchprobieren, bis man tot umfällt, weil einer doch giftig war. Dann haben wir unsere grandiosen, 0,2 Liter Flaschen, also das ist natürlich immer der Wahnsinn. Ich würde mal sagen, eine legen wir mal hier rein. Den Block, der kommt jetzt auch. Oh, da. Ja, wir nehmen mal als Backup nehmen wir ein bisschen Essen mal mit. Das kann, glaube ich, nicht schaden. So, und jetzt schauen wir doch mal, was wir uns krasses machen können. Was ich mir machen will, ist diese Standard-Tauchflasche. Dazu brauchen wir ein bisschen Titan. Das können wir uns mal ganz flink herstellen. Ja, meine Wortwahl ist einfach grandios heute. Und dann machen wir uns doch auch mal eine Standard-Tauchflasche. Oh, da haben wir einen krassen Erfolg erzielt. Das ist ja hier ganz was Besonderes. Erhöhte Strahlenwerte, das ist jetzt natürlich nicht so der Wahnsinn. Die Tendenz entspricht dem Schaden im Antriebskern. Oh, das hört sich jetzt nicht gerade so gut an, wenn ich mal ehrlich bin. Aber darum kümmern wir uns erstmal nicht, weil wir haben hier eigentlich aktuell andere Probleme, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Was brauchen wir für ein Messer? Silikongummi wäre noch ganz sinnvoll. Können wir uns das irgendwie herstellen vielleicht? Und wir wollten uns ja auch dieses Reparaturwerkzeug Silikongummi. Ja, wir brauchen für alles Silikongummi. Wir können uns aber Silikongummi... Gummis. Ja, egal. Wir stellen uns das auf jeden Fall mal her. Weil anscheinend brauchen wir davon ein bisschen was. Deshalb mache ich das jetzt auch einfach mal. Wir können uns herstellen. Ein Reparaturfahrzeug. Auf jeden Fall. Nee, Werkzeug. Meine Versprecher sind heute aber auch der Wahnsinn. Dann Schmierstoff. Weiß ich nicht. Brauchen wir das gerade? Das hört sich doch auch toll an. Dann sind wir ein bisschen schneller mit diesen Schwimmflossen. Die ziehen wir uns doch gleich mal an. Oder das wurde, glaube ich, auch schon. Fabrikator nutzt verfügbare Daten, um eine umgebungsgerechte Ausrüstung... Ah, okay. Das ist ganz gut. Schwimmende Luftpumpe, Leitung. So, was könnten wir uns noch Grandioses herstellen? Mal nachschauen. Wir können uns hier, glaube ich, aber dazu müssen wir, glaube ich, erst was scannen für eine bessere Tauchflasche. Deshalb Medikit, Feuerlöscher, Leitung. Ein Scanner wollte ich mir noch machen. Eine Batterie brauchen wir dafür. Dann schauen wir doch mal. Batterie, wir bräuchten einen Säurepilz. Ich würde mal sagen, wir hauen mal kurz nochmal nach draußen ab. Weil in der Nacht sieht es eigentlich auch ganz schön aus. Und da war gerade so ein schöner Rochen, was auch immer, Fisch. Boah, ey, das sieht aber gerade echt krass aus, oder? Also, ich finde es ja schon mega, wie das gerade aussah mit dem Planet dahinter. Wir wollten uns ein paar von den Pilzen hier mitnehmen, aber wir brauchen da gar nicht viele, das weiß ich jetzt schon. Deshalb drei sollten eigentlich reichen. Können wir noch so einen Fish to go mitnehmen, weil ja, die gibt es ja immer so. Fish to go, wer kennt's nicht? Ah, wir haben einen Klubscher. Neue Lebensform entdeckt. Ja, das ist aber super. Sprich, wir machen uns jetzt mal eine Batterie. Die brauchen wir, glaube ich. Wenn nicht, dann wäre es natürlich ein bisschen doof. Aber ich habe so das Gefühl, machen wir uns erstmal hier unseren armen Fisch müssen wir jetzt grillen. Aber irgendwie müssen wir überleben. Und das ist jetzt nun mal so. Der Fabrikator kocht kleine Organismen und entfernt die Skelettstruktur, Körperflüssigkeiten und inneren Organe. Und weiter konnte ich nicht lesen. Hört sich bisher aber ganz gut an, weil ich hatte keinen Bock eigentlich, irgendwelche Gräten oder Organe mitzuessen.
Ja, den Scanner, den können wir verwenden, um alles Mögliche einzuscannen. Da gibt es wirklich eine ganze Menge. Ich glaube, das Messer habe ich mir noch nicht gemacht. Das ist aber sinnvoll, deshalb mache ich das jetzt einfach mal. Und jetzt sind wir eigentlich gar nicht mal so schlecht ausgestattet für den Anfang. Konstruktionswerkzeug. Wir brauchen einen Kabelsatz. Ja, das brauchen wir, um uns eine Basis zu bauen. Batterie, Computerchip und Kabelsatz. Das ist natürlich ein bisschen was, das wir dafür brauchen. Hier, Tauchflasche mit hoher Kapazität. Das wäre mein nächstes Ziel. Silbererz brauchen wir dafür. Also wir müssen jetzt erstmal dann Silbererz finden. Und wir machen uns mal Schmierstoff, weil ich glaube, das Zeug verrottet da auch, das, wie es auch immer heißt, diese Lian-Dinger. Dann verwende ich die mal lieber. So, ja, wir wollten mal noch gucken für einen Kabelsatz. Ja, wir brauchen auf jeden Fall Silbererz. Also Leute, wir brauchen Silbererz. So viel wissen wir jetzt mal. Und ich würde mal sagen, wir gehen noch mal kurz raus, bevor diese Folge dann auch für heute schon zu Ende ist. Und scannen mal ein bisschen was an Zeug ein. Und ja, da haben wir unseren netten Scanner. So, jetzt sind wir bewaffnet. Ne, dafür nehmen wir dann lieber unser Messer. Das super krasse Messer. Das sieht eigentlich echt nicht schlecht aus. Also ich würde mir so ein Ding auch zulegen. Das ist nicht schlecht, denke ich mal. Also, wir können uns jetzt immerhin mal verteidigen. Ich glaube, zum Angriff ist es trotzdem nicht so ganz geeignet. Achso, wir könnten jetzt natürlich mal hier unsere Kapseln noch reparieren, bevor ich hier aufhöre. Nochmal kurz rein. Ja, erstmal das hier. Das Schweiß, oder ja, repariert sich hier jetzt langsam wieder. Ah, jetzt haben wir hier wieder schön irgendwas an ja, Licht. Sekundäre Rettungs... Ich weiß jetzt nicht genau. Geologische Daten. Das hört sich auch nicht schlecht an. Das können wir uns auch alles noch anschauen. Da gibt es halt richtig viel. Kommunikator. Nachricht abspielen. Kommunikator in Betrieb. Notsignal wird gesendet. Okay. Kommunikator. Hier ist die Aurora. Notsignal empfangen. Das ist leider unser großes Schiff. Rettungskräfte werden zu ihrer Position geschickt. In neun. Ah, okay, das dauert noch ein bisschen, würde ich mal sagen. Ich würde mal behaupten, wir sind hier noch etwas auf uns alleine gestellt. Riesenkorallenröhre, weil das hier sind die Tischkorallen. Brauchen wir später auch noch. Wir scannen hier einfach mal alles an. Das können wir uns dann, wenn wir mal Zeit haben, alles noch durchlesen. Vielleicht auch in einem Stream. Wenn ihr Bock auf einen Subnautica-Stream habt, dann sagt es doch einfach mal. Ja. Können wir hier gerade noch irgendwas einscannen? Also wir können hier eigentlich richtig viel einscannen, so viel weiß ich. Wir können zum Beispiel jetzt diesen Brochen oder was das ist einscannen. Hallo? Ja, der will aber nicht gescannt werden, auch wenn ich will dir gar nichts tun, ich will dich auch nicht essen, ausnahmsweise. Dankeschön. Ja, es ist schon krass, wenn ich einen Fisch mal nicht aufessen will, ne? So, wir schwimmen hier nochmal nach oben zum Luftholen. Und ja, ich stelle fest, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Das reicht jetzt eigentlich auch. Und bestimmt bei mir in der richtigen Datei oder richtigen Video-Dings. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Vielleicht ist es gut, dass ich aufhöre. Ja, bedanke mich fürs Zuschauen bei euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Und vielleicht, ja, habt ihr Bock auf noch ein paar Folgen Subnautica. Zumindest hoffe ich das. Ja. Ich würde sagen, das war's mit oder von diesem Video. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und noch ein cooler Sprung ins Wasser.